Und herzlich willkommen zu Ratchet & Clank auf der PlayStation 4. Und ja, ich habe lange überlegt, ob ich euch dieses Spiel zeigen soll, weil ich habe ein Problem. Ich muss für euch leider die ganzen Videosequenzen leider rausschneiden. Das tut mir wahnsinnig leid, aber das muss ich leider tun. Und ja, hoffe, dass ihr trotzdem gerne zuschaut. Und ich denke mal, ja, bevor ich hier lange rumrede, gehe ich einfach mal auf ein neues Spiel. Ich habe hier schon mal ein bisschen was ausprobiert gehabt, deswegen steht hier weiter. Aber ich gehe jetzt auf neues Spiel und dann schauen wir hinein. So, wir machen auf einfach. Wir wollen das Ganze erleben. Perfekt für Anfänger. Die Gegner machen es dir nicht zu schwer. Die Steuerung ist vereinfacht und die Kamera passt sich automatisch an. Sehr schön, das wollen wir machen. Das machen wir jetzt und los geht's. So. Oh. Ran an die Boltkurbel. Na los. So, jetzt sind wir im Spiel. Und ja, wir sollen jetzt zur Boltkurbel. Jetzt gibt das schon ein bisschen Einleitung und so, wie die Steuerung ist. Und dann schauen wir uns das doch mal an. Wenn er was sagt, dann werde ich versuchen, immer ruhig zu sein. Weil mein Aufnahmeprogramm regelt den Ton. Das Spiel zwar automatisch runter. Das heißt, ich muss dann ruhig sein, wenn er was sagt. Sonst versteht er ihn nicht. Ich habe aber den Untertitel ja an. Könnt ihr zur Not auch mitlesen. So. Boah, machen wir das doch mal, was? Avionik hinüber, Prozessor hinüber. Sogar die verflixten Gravispulen sind hin. Oh, okay. Mal sehen, ob die neuen Versa-Birnen funktionieren. Sieh nach oben. Siehst du da etwas blinken? Ja, die linke Seite sieht gut aus. Es ist ein Wunder. Jetzt zum Nachbrennerlicht. Schau nach unten. Das Nachbrennerlicht unten links funktioniert. Vielleicht ist das Ding ja doch weltraumtauglich. Jetzt schau noch mal rechts. Der Nachbrenner unten rechts geht. Also, kann ich los? Ja, du kannst los. In den Nachrichten haben sie gesagt, die Prüfungen finden auf dem Festplatz statt. Zeig's ihnen, Jungchen. So, jetzt geht auch schon das Garagentor auf. Mitglied der Schutztruppen zu werden. So. So, was ihr jetzt hört, das ist so ein bisschen das Radio, was hier läuft. Aber das überquatsche ich jetzt einfach, weil der redet einfach ohne Punkt und Komma. Und ich würde einfach mal sagen, wir nehmen hier noch ein paar Kisten mit. Bei Bolz, wie immer, die Währung. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal hier rausgekommen bin und das gesehen habe, ich schwenk die Kamera einmal kurz mal für euch, da bin ich wirklich fast umgekippt, so hübsch ist das. Es ist wirklich, egal wo du hinschaust, jede Textur ist super scharf. Und ich drehe die Kamera einmal und das muss jetzt reichen und jetzt geht es los. So, hier haben wir Werkzeugkasten, es gibt ein paar Bolts. Wie immer, für Bolts kann man sich Waffen kaufen, Aufrüstung kaufen, nachher später und so weiter und so fort. Aber wir sind da noch ganz am Anfang. Wir können mal Dreieck drücken und gedrückt halten. Da passiert noch nichts. Wir haben noch kein Auswahlrad. So, mal schauen. Guck mal, hier sind schon die ersten Gegner, die Frösche. Aber ich denke mal, die werden kein Problem sein für uns. Um die Gegner zu besiegen, setzte Ratchet eine bewährte Kämpfertradition ein. Das Springen. Ja, springen. Bewährte Kämpfertradition hier. Gibt das natürlich auch wieder Platinbolz, hätte ich beinahe gesagt. Goldbolz gibt das hier. Und auf diesem Planeten kommen wir da aber noch nicht ran. Dafür brauchen wir noch ein spezielles Item. Ratchet sah tödlicher Gefahr ins Auge. Betrat er die Schwelle des Todes, musste er Nanotech zur Heilung finden. Ich habe das Zeug mal nach einem Bankkauf benutzt. Es hat glatt 3 von 5 Schussverletzungen gehalten. So,
Hier wird uns auch schon gezeigt, hier sollen wir hochspringen. Aber darauf wäre ich auch so gekommen. So. Holen wir uns die Holz. Sieh nur, wie er die Kisten auseinander nimmt. Anmaßen. Vielleicht wollte er nur Bolts für neue Waffen ansparen, mit denen er die Galaxie beschützt. Hey, wer erzählt hier die Geschichte? Eigentlich mache ich das jetzt. Ich würde ganz gerne auf jeden Fall auch was sagen. Auf jeden Fall, ihr seht schon, Quark redet wirklich sehr viel. Er erzählt ja jetzt sozusagen eine Geschichte, wie das war damals. Und ja, ich werde immer versuchen, dann auch ruhig zu sein. Das wird mir wahrscheinlich nicht immer gelingen. Besonders jetzt hier im ersten Level redet er immer sehr viel. Und ja, muss ich immer aufpassen, dass ich dann ruhig bin. So. Aber das sieht schon echt genial aus, oder? Das ist echt hier, du kannst hier hingucken, wo du willst. So mal ganz dicht rangehen. Okay, jetzt kann ich. Und es ist alles super scharf. Bist du bereit für die galaktischen Schutztruppen? Klar. Was ist mit dir, Hombre? Bereit, Gerechtigkeit walten zu lassen? Ja, ich bin bereit und deswegen gehe ich jetzt auch hier weiter. Und ich überlabere dich einfach mal, weil du sagst sowieso immer dasselbe. So. Hallo Rekrut, hier spricht Cora Virolux. Jetzt testen sie. Wie flink du auf den Beinen bist, indem du über diese Hindernisse springst. Das machst du gut. Und jetzt weiter zum nächsten Teil des Parcours. Falls ihr mich auf der Veranstaltung seht, bitte kommt nicht zu mir, um mir die Hand zu schütteln. Mein mächtiger Schopf. Mitglieder der Schutztruppen achten immer auf ihre Umgebung. Hüpfe von einer beweglichen Plattform zur nächsten. Gut, dann wollen wir mal darüber hüpfen. Zack, Nummer 1. Und zack, Nummer 2. Und zack, Nummer 3. Gut so, vielleicht bist du der Rekrut, nach dem wir suchen. Los, weiter zum nächsten Teil des Parcours. Ja, vielleicht bin ich der Richtige. Mal schauen. Aber ich bin doch sehr positiv gestimmt, dass das so sein wird. Zack. Hallo Rekrut, ich bin Brax Lectros und ich bin spezialisiert auf hohe Kraft. Mal sehen, wie gut du diese Kisten zertrümmst. Hey, das war ziemlich gut. Weiter, Zeit, dass wir etwas Feuerkraft in die Hände bekommen. So. Schmelzgranatenhandschuh von diesem Gadgetron-Händler. So, das ist jetzt also unser erster Waffenverkäufer. Gehen wir jetzt auch ganz fix mal rein. So, wir sollen jetzt die Schmelzgranate kaufen für 100 Bolts. Das steht ja auf der rechten Seite. Und dann würde ich einfach mal sagen, kaufen wir doch mal, oder? So, abgefahren. Kauf erfolgreich. Waffen kannst du bei jedem Gadgetron-Händler kaufen und aufrüsten. Sehr schön. Sieht doch nice aus. Alles klar. So, und zack. Achso, ich könnte jetzt auch natürlich meine Waffen benutzen. Ey. Ey. So. Springe ich hier mal auf. So, hier ist, also das hier sind Munitionskisten, hier diese kleinen grünen. Und genau. Und für noch mehr Pep haben wir diese Attrappen mit Gadgetron-Flammenwerfern versehen. Aua, hat er mich ein bisschen getroffen. Sehr gut, Rekrut. Vielleicht bist du bald Mitglied der Schutztruppen. Begib dich zur finalen Herausforderung. Komm schon, Ratchet, du kannst das. So, ja, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. So, ich hole nochmal ein bisschen Munition. Bisschen Nanotech. Weil ich habe ja eben tatsächlich ein bisschen was verloren. Wenn ich L2 gedrückt halte, kann ich wieder seitwärts laufen. Und jetzt warten wir auf die Gegner. Zack. Nummer 1. Nummer 2. Traut euch. Zack. Und du auch.
Mann. Entschuldigung. So. Du kriegst... Hallo. Bleib doch mal stehen. So, da ist noch einer. Stufenaufstieg für Ratchet. Besiege Gegner, um deine maximale Gesundheit zu erhöhen. Sehr schön. Beeindruckend. Okay. Gehört er wohl bald zu den galaktischen Schutztruppen von Solana? Ich habe eine Karte bekommen. Hier. Du hast gerade deine erste Holokarte gesammelt. Du bekommst einzelne Holokarten, wenn du Gegner besiegst. Oder erkunde geheime Bereiche und finde Pakete mit 3 Karten. Dein Ziel ist ein kompletter Satz Holokarten. Ja, wir haben jetzt eine Holokarte bekommen. Das sind so kleine Sammelobjekte. Ich mache die mal auf. Und das ist so, es gibt zu allen möglichen verschiedenen Dingen Holokarten-Sets, zu jeder Waffe und so weiter und so fort. Bei den Waffen ist das so, wenn man alle einen Satz voll hat, dann hat man nachher für den Herausforderungsmodus, hat man dann eine neue Modifikation frei, die man sich dann für diese Waffe kaufen kann, wenn man das Stack voll hat. Und zum Beispiel bei Omnischlüssel und so, dann kriegt man zum Beispiel beim vollen Satz einen Bolt-Bonus, dass man mehr Bolts bekommt, so und so viel Prozent mehr und sowas. Oh. Und man sieht schon, wir haben jetzt 1% Sammlungsfortschritt. Wir können mal auf die Übersicht gehen. Da sieht man schon, es gibt eine Menge zu sammeln. Es gibt auch Reader-Karten. Und da sieht man auch schon hier den Statistikbonus, was man bekommen kann. Raritanium, Abwurfrate, Kartenabwurfrate, Schlüsselstärke und Voltabwurfrate, Abwurfmenge. Und ja, das ist ganz nice mit den Karten. Tatsächlich, das macht super viel Spaß, die dann zu sammeln. Und das wird nachher auch so sein, wenn man 5 Doppelte hat, kann man die auch gegen eine neue eintauschen. Dafür ist dieses Symbol. Das steht da ja auch. Und ja, damit werde ich noch sehr viel Spaß haben und werden wir noch sehr viel Spaß haben mit den Karten. Und aber ich würde ganz einfach mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Und wir haben ja noch ein paar Gegner hier tatsächlich. Wir haben ja noch nicht alle platt gemacht. So, sehr schön. Und eine Trophäe haben wir bekommen. Und ich bin gleich wieder da, Leute. Jetzt geht es weiter. So, jetzt haben wir hier alle Gegner platt gemacht. Wir können auch ein bisschen Munition noch einsammeln. Und es tut mir ja leid, ich muss leider die ganzen Videosequenzen leider rausschneiden. Es tut mir furchtbar leid, aber dann sehen wir uns gleich wieder. Die Blechbüchse wusste, seine beste Überlebenschance war das Lüftungssystem der Anlage. Könnte er bloß zum Luftschacht rennen, würde er es vielleicht lebend daraus schaffen. So, jetzt sind wir mit Clank unterwegs. Das erste Mal tatsächlich. Und wir müssen gleich flüchten, wie das hier aussieht. Okay, dann schauen wir uns das nochmal an. So. Nehmen wir hier noch ein paar Kisten mit. Ja, noch müssen wir nicht flüchten. Die kraftlose Blechbüchse wusste, dass er zum Überleben eine Bombe auf alles werfen musste, was ihm im Weg stand. Die junge Blechbüchse entdeckte vor sich einen Federbot und wusste, dass er nun mit diesem praktischen Gerät die gefährlichste aller Kräfte besiegen konnte, die Schwerkraft. Die hoffnungslose Blechbüchse musste einen Federbot werfen, aber wohin und wie? So, ich brauche eigentlich fast gar nichts sagen. Captain Quark macht das eigentlich schon für mich. Das ist natürlich sehr entspannend. Aber ich werde dann den Captain dann trotzdem dann manchmal mal unterbrechen. So. Dann geht das hier weiter. Und ich glaube, jetzt werden wir gleich verfolgt. Da muss ich gleich Gas geben. Oh ja. Oh oh. Oh oh. Hau ab. Hau ab. Ja, ich muss springen, ich weiß. So.
Hör auf wegzurennen, du nutzloser Blechhaufen! Kein Problem. Wer ist hier ein Blechhaufen? Du Blechhaufen. Komm zurück und wir regeln das. Von Kampfbot zu Kampfbot. So. Müssen wir hier... Sicherheit. Wasser. Okay. Halten wir fest. Wasser mag er überhaupt nicht. So. Plötzlich entdeckte die Blechbüchse einen Energiebot. Dieses Gerät kann Maschinen mit Energie versorgen. Aber wohin sollte er ihn werfen? Du hast es weg. Ja, wohin muss ich ihn wohl werfen? Oh, ich weiß das nicht. Ich versuche das mal hier. Ah, es hat funktioniert. Sehr schön. Problem, Victor. So. Federbot, du kommst mal mit. So. Ich werde ihn auch manchmal dann einfach mal überquasseln, weil die reden auch wirklich sehr viel. Aber ich würde mal sagen, wollen wir einen Knopf drücken? Ich finde, wir drücken jetzt den Knopf. Ich drücke jetzt den Knopf. Nice, eine Brücke. Das heißt, es ist jetzt relativ klar, wo wir lang müssen. Beziehungsweise wo ich jetzt lang muss. So. So, dann würde ich mal sagen, nehme ich mal diese Bombe. Da hinten ist ein Goldbolt. Da komme ich jetzt noch nicht hin, kann ich euch schon mal sagen. Aber irgendwann im Laufe des Spiels kommt man da noch hin. Also wir sind hier nicht zum letzten Mal. Das war gar nicht so schwer. Nö, das war nicht so schwer. So, jetzt müssen wir wieder flüchten. Aber das... Ja. Zack. Ich springe in Sicherheit. Na. Komm wieder her, du elende Blechbüchse. Ach, du hast nichts drauf. Hier, bam. Jump einfach. Lauf mal schneller als das. So, oh, jetzt kommen hier Flammen. Jetzt muss ich ein bisschen, tatsächlich ein bisschen aufpassen. Aber die Grafik ist einfach wunderhübsch, finde ich. Also an der Grafik ist absolut nichts auszusetzen. Ihr seht es ja, es ist alles wirklich super scharf. Und es lässt sich auch wunderbar spielen, tatsächlich. Ratchet schossen eine Million Gedanken durch den Kopf. Konnte er diesen winzigen Kampfbot reparieren? Würde er der Schlüssel zu dem Abenteuer sein, nachdem er sich so gesehnt hatte? Hatte er den Motorprototypen in der Werkstatt vergessen? Die Antwort auf all diese Fragen war ja. In Ordnung, festhalten. Ich bringe uns wieder zur Werkstatt. So, aber wie es hier jetzt weitergeht, das seht ihr im nächsten Part. Wenn es weitergeht mit Ratchet & Clank auf der PlayStation 4. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.